Ein BMW ist ein Qualitätsautomobil, mit dem Sie nicht nur besser fahren, sondern auch länger rechnen können. Denn die Milliardenaufwendungen, die BMW in Prüf- und Testeinrichtungen und in modernste Fertigungsanlagen investiert hat, zahlen sich für Sie aus. Bei der Langlebigkeit, der Solidität, der Werterhaltung und nicht zuletzt auch bei der Sicherheit. Ein Beispiel. Der TÜV hat Automobile auf Rost an für die Sicherheit wichtigen tragenden Teilen oder im Fahrwerksbereich untersucht. BMW Bestwerte gegenüber dem Durchschnitt. Auch nach 8 und nach 10 Jahren. Das ist nur ein überzeugender Beweis für BMW-Qualität. Und exzellenter Grund, sich das nächste Mal für einen BMW zu entscheiden. Das erste Wort zum Thema Gründlichkeit. Was meinen Sie, meine Damen? Abda. 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 Das erste Wort zum Thema Gründlichkeit. So, liebe Zuschauer, die Sie jetzt eingeschaltet sind, Sie warten ganz bestimmt auf unsere Übertragung vom 14. Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft. Und da gab es ja im Vorfeld so einiges zu lesen. So habe ich gerade heute in einer Sonntagszeitung noch gelesen, dass der eine im Lande Montezumas von Montezumas berühmter Rache heimgesucht wurde und der andere, der den einen eben nicht mag, der hätte ihm sogar noch das Klopapier geklaut. Ob da was dran ist, das und vieles mehr erfahren Sie jetzt gleich von Willi Knupp. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie sich nicht für Sizilien, sondern für Mexiko entschieden haben, dass Sie mich der Mafia vorziehen. Finde ich riesig, denn auf der einen, da kämpft die Mafia, auf der anderen, da kämpft die Formel 1. Und das ist wirklich eine spektakuläre Geschichte, diese Formel 1, wie der Vinny da eben sagte, die Geschichte mit dem Toilettenpapier. Also es drehte sich da um Nigel Mansell und um Nelson Piquet. Ich glaube die Geschichte nicht, aber sie klingt prima. Aber spektakulär geht es zunächst einmal weiter, denn ich möchte Ihnen ein Musikvideo in Sachen Formel 1 vorstellen, bevor wir nach Mexiko gehen. Hier ist es. You saved and earned, but all of it's gone to burn.
Also ich finde es großartig. Ich fand das einfach toll, dieses Video. Deshalb wollte ich Ihnen das mal vorspielen. Vorstellen möchte ich aber jetzt zunächst mal unsere Gäste. Das ist zunächst mal der Norbert Haug. Der Norbert, ganz frisch Hallo. Rübergekommen aus Stuttgart heute. Hoffentlich mit vielen Informationen aus Mexiko. Und dann ist der Werner mal wieder dabei, der Werner Heinz. Der Werner hat hier auf diesem Zettel eine wichtige Telefonnummer stehen, Werner. Und ja, da hinten steht ein ganz wichtiges Telefon. Da rennst du jetzt hin und versuchst, mit Mexiko Verbindung zu kriegen. Denn wenn die Bilder nicht immer zeigen, wo es lang geht, damit wir wissen zumindest, wo es lang geht. Werner, mach dich auf die Socken, geh ans Telefon. Und bevor wir nach Mexiko herüberschalten, nein, das heißt, ich muss Ihnen etwas sagen. Das Rennen hat eine Stunde früher angefangen, als es in den Zeitungen ausgedruckt ist, also nicht um 21.30 Uhr, sondern um 20.30 Uhr. Wir haben es aufgezeichnet, ein Teil, denn es läuft ja noch. Wir haben es aufgezeichnet, damit Sie den Anfang nicht verpassen, kamen wir eben jetzt doch um 21.30 Uhr, wie ausgedruckt, mit dem Rennen. Und bevor wir jetzt rüberschalten, bevor wir zunächst mal die Aufzeichnung schalten, dann später live ins Geschehen gehen, ein bisschen Werbung. Der Traum aller Motorsportfans, ein echtes deutsches Formel-1-Team, wurde wahr. Sein Name Zack Speed Formel 1. Auf allen Rennstrecken der Welt wird zielstrebig gearbeitet und der Lohn die ersten WM-Punkte. Doch Erfolg kostet Geld, viel Geld. Unterstützen Sie das deutsche Team, werden Sie Mitglied im Zack Speed F1 Club. Nähere Informationen erhalten Sie bei Zack Speed Rennsport in 5476 Niederzissen. Telefon 026 36 1431. Komm, 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 sei nicht so schlaff. Ich hab die große Frische für dich. In deiner Hand die große Frische? Ja, hier. Ah, Wrigley Spearmint. Wrigley Spearmint schmeckt frisch, viel frischer, einfach riesenfrisch. Mit dem Seifen Wrigley Spearmint ist riesig was los. Die Frische wird groß. Fühl dich frisch mit Wrigley Spearmint. Dem großen Geschmack, der riesenfrisch macht. Wrigley Spearmint Gum, Gum, Gum. Wrigley Spearmint Gum. Nimm die große, echte Frische. Mir ist so nah, nah, so nah. Versuch es mit Natur. Für Mobil 1 Rallye SHC. Start für den vollsynthetischen Hochleistungsschmierstoff Marke Mobil. Härte getestet im Rennstall von Williams Honda. Nigel Mansell und Nelson Piquet setzen auf den Schmierstoff, der jedem Höllentempo standhält. Mobil, der offizielle Sponsor des großen Preises von Deutschland. Mit dem Champion unter den Motorenölen. Mobil 1 Rallye SHC. So, und damit, liebe Zuschauer, sind wir in Mexico City, denn die Rennstrecke, die 4,4 Kilometer lange Rennstrecke, ist beinahe mitten in der Stadt. Norbert, du hast eben Kontakt gehabt zu deinem Kollegen dort. Unheimliche Temperaturen, habe ich gehört, ja? Also bleiben wir, das ist die Startaufstellung. Nigel Mansell war der Trainingsschnellste mit seiner Williams Honda mit 1,1883 und neben ihm in der ersten Reihe steht dann Gerhard Berger aus seinem Ferrari mit 1,1842. Nelson Piquet in der zweiten Reihe mit 1,1846 und neben ihm steht
eigentlich schon nicht mehr die große Überraschung, Terry Bootsen aus Belgien mit seinem Benetton Ford 1, 18, 69. Und der vierte Startplatz, das war im letzten Jahr für Gerhard Berger ein gutes Omen, denn er hat ja im letzten Jahr gewonnen. Alan Prost steht in der dritten Reihe mit seinem McLaren Porsche, ebenfalls eine 1,18er Zeit. Und auch Theo Fabi auf dem Benetton Ford Turbo 1, 18, 99. Und erst dann in der vierten Reihe mit Ayrton Senna auf dem Lotus Honda mit 1, 19, 08. Die Zeit, die nicht mehr in der 18er Runde ist. 1, 1988 fuhr Ricardo Patrese, der wohl dienstälteste Formel 1 Pilot im Augenblick, 100 Grand Prix bisher gefahren. Michele Alboreto in der fünften Reihe auf seinem Ferrari mit 1,1996, mehr als anderthalb Sekunden langsamer als Gerhard Berger. Andrea De Cesaris auf dem Brabham BMW, schnellster Mann, zweitschnellster Mann im Team von Brabham BMW mit 1,2014. Dann in der sechsten Reihe Derek Warwick auf RS Megatron Turbo 1,2166. Neben ihm Eddie Cheever, der Amerikaner, ebenfalls Aeros Megatron 1,2170. Dann kommt Martin Rundle auf Zack Speed mit 1,2171. Und diese Reihe, diese siebte Reihe, ist wohl der beste Trainingsplatz bisher für das Zack Speed Team. Alessandro Nannini auf dem Minardi Motore Moderni mit 1,2203 steht neben Martin Rundle. In der achten Reihe Stefan Johansson mit der Startnummer 2. Und neben Stefan Johansson steht der zweite Mann des Lotus-Teams, Satoru Nakajima, mit 1,2221. Neunte Reihe dann Christian Danner auf dem Zackspeed, zwei Runden hinter Martin Brandl mit 1,2259,3. Neben ihm René Arnoux, der Franzose, auf dem Ligier Megatron mit 1,2305. Dann kommt Adrian Campos auf dem Minardi Motori Moderni mit 1,2359. Neben ihm Ivan Capelli, der schnellste Mann im Sauger auf dem March 8-Zylinder Ford-Motor. Dann haben wir Piercarlo Ghinzani auf dem Ligier Megatron. Und neben ihm steht dann Jonathan Palmer auf dem Tyrrell Ford mit 1,2472. Und jetzt ein interessanter neuer Mann, ein Neuling in der Formel 1, Yannick Dalmas, ein Franzose. Im letzten Jahr war er französischer Formel 3 Meister, im Moment in der Formel 3000 nicht ganz so erfolgreich. Dann Philippe Alliot, neben ihm Philipp Streif, dann als letzter Alex Coffey. Der 27. im Feld, Pascal Fabre auf dem AGS, durfte nicht starten, Alex Coffey. 21 starte noch, Entschuldigung, Alex Coffey starte natürlich noch als 26. und letzter. Und dann der 27. darf nicht starten, das war Pascal Fabre. Er fährt in AGS, fuhr in dem Training zumindest. Alle Teams hatten unterschrieben, wollten ihn als 27. starten lassen, bis auf ein Team, Norbert, und das war Benetton. Aber jetzt zu meiner Frage am Anfang, wie war das mit den Temperaturen?